erste FC Kaiserslautern auswärts in Freiburg. Das Stadion wird voll sein. Ja, und einer wird zu Hause mitfiebern mit seinen teuflischen Helden in Rot. Markus Gmeinwieser, ein Rollifahrer, der selbst sportlich auch aktiv ist beim FCK. Ein junger Mann, der ein wirklich schweres Schicksal zu meistern hatte und das vorbildlich hinbekommt. Sein Training treibt ihn an. Markus Gmeinwieser stehlt seinen Körper. Einen Körper, der nicht mehr das leisten kann, was andere können. Der 32-Jährige ist behindert. Ein Unfall. Markus war Dachdecker. Wir waren beim Abriss, Rammstein auf der Airbase. Es waren Eternitplatten. Und ich habe da einen Schritt, bin ich in ein Loch reingetreten, dann bin ich durchgebrochen und dann war es das. Ein Arbeitskollege, der hat mich versucht, noch zur Halle. Aber der konnte mich nicht mehr halten und dann bin ich runter, 7 Meter. Ich war dann gleich weg. 2 Wochen Koma, ein halbes Jahr Krankenhaus. Und als sei es nicht schon schlimm genug, in dieser Zeit sterben auch die Eltern. Krebs. Seine Leidenschaft für den Sport lässt ihn irgendwie überleben. Er ist wie viele Fans des 1. FC Kaiserslautern, besucht die Spiele. Mit Kumpel Klaus fiebert er mit. Selbst hatte er früher auch Fußball gespielt. Als junger Knirps mit dem pfälzischen SV Schopp bei Lautern wurde er Meister in der Bezirksklasse. Diesen Bungee-Jump machte er noch wenige Tage vor dem Unfall, damals im Juli 2000. Seitdem ist sein Schicksal der Rollstuhl. Ich sag's immer, gewöhnt sich dran. Es ist jetzt 10 Jahre her, mein Unfall, und macht mir nichts mehr aus. Eigentlich ist es wie Alltag. Alltag wie früher sein Sport. Jetzt fährt der Pfälzer Handybike und seit neuestem, er spielt Basketball. Rollstuhlbasketball beim FCK in Lautern. Eine neue Sparte im Verein. Also ich bin ehrgeizig. Ich will was erreichen. Ich ärgere mich, wenn was nicht so klappt. Aber eigentlich ist das halt unnötig, weil ich noch relativ am Anfang bin. Und ich will auf jeden Fall was erreichen. Also 2. Liga mindestens. Von FCK. Christa Weber coacht die Regionalliga-Truppe. Die ehemalige Bundestrainerin aus Neustadt ist immer auf der Suche nach Nachwuchs für den kraftraubenden, aber integrativen Sport. Hier können auch Nichtbehinderte mitspielen. Markus Gmeinwieser ist seit einem Dreivierteljahr dabei. Na, er hat wirklich eigentlich nur darauf gewartet, dass er endlich eine Sportart findet, wo er genauso powern kann wie früher im Fußball. Er hat ja Fußball gespielt, intensiv. War dort Verteidiger und das merkt man richtig. Also der geht wirklich voll auf in diesem Sport. Das ist einfach super. Die Rolling Devils haben Markus Gmeinwieser mehr als nur einen Kick gegeben. Ich bin so ein bisschen Kämpfer, stehe auf Männchen. Andere gehen kaputt, sage ich mal daran. Die wollen dann nicht mehr, aber ich habe schon das Beste draus gemacht, sage ich mal. Kann man wirklich sagen. Fehlen also nur noch die 3 Punkte, die Roten Teufel dann aus Freiburg mitbringen müssen. Ja, und jetzt möchten wir Ihnen helfen, bares Geld zu sparen. Zumindest dann, wenn Sie Autofahrer sind, eins besitzen und Sie haben noch bis zum 30.11. Zeit, dann Ihre alte Versicherung zu kündigen, um dann